wenn ich eben Kaffee trinke, da geht was los. Ansonsten, also das ist bei mir schon wie eine kleine Sucht. Da will ich lieber nichts anderes essen, aber eine richtig gute Tasse Kaffee wird gekocht. Die Leute brauchten etwas, ich sage jetzt nicht zum Aufputschen, aber trotzdem zum Anregen. So kann es nicht weitergehen. Wir können nicht unser Land verschulden wegen diesem Kaffeeverbrauch. An der Kaffeemixerei dürfen wir ja auch alle teilnehmen. Das hat ja dann auch dementsprechend geschmeckt. Den Mokkafix in seiner Rezepturzusammenstellung, da durften wir allerdings nie heran. Wir entscheiden, ist der Kaffee gut oder ist er nicht gut. Und da können wir getrost ein Wörtchen mitreden. Echter Bohnenkaffee. Im Nachkriegsdeutschland wurde darüber kaum gesprochen. Bohnenkaffee war zunächst ein Tauschobjekt und Zahlungsmittel auf dem Schwarzmarkt. Weil meine Mutter sehr früh starb, bin ich bei meiner Großmutter aufgewachsen und die war natürlich, die hat ja sogar immer alle möglichen Lebensmittel gegen Kaffee vertauscht. Man waren ja die Tauschgeschäfte so zugange nach dem Krieg, ne? Rot oder dann waren ja auch Marken. Sie gab dann also Marken irgendjemand ab und kriegte dafür Kaffee, weil sie hat trank sehr gerne Kaffee. Und nach dem Krieg, da hätte man gerne Kaffee getrunken, aber da gab es dann wieder keinen. Aber es gab Möglichkeiten, dass man irgendwie, irgendwo, irgendwann mal an ein Tässchen rankam. Selbst grüner Rohkaffee ging von Hand zu Hand. Er wurde zu Hause geröstet und in der Frontstadt Berlin gegen Bares verkauft. Ein Abenteuer nicht ohne Risiko. Meine Schwiegermutter, wie das nach dem Krieg war, die ist immer nach Berlin gefahren. Und dann hatte die in der Jacke solche kleine Röhrchen und die hat dann immer heimlich Kaffeegerüst und das immer 50 Gramm beutelchenweise verkauft. Da hat sich meine Schwiegermutter über Wasser gehalten mit den zwei Kindern. Immer auf dem Bahnhof in Berlin, da ist so ein Röhrchen geplatzt, da sind die ganzen Kaffeebohnen so rum und da hatte sie ein bisschen Angst, aber sie hatte immer Glück. Es gab also Möglichkeiten, dass ihn auf dem schwarzen Markt grün Bohnenkaffee anbot oder was. Ja, der wurde auch genommen. Und der wurde dann eben zu Hause in der Pfanne, so im Tiegel, wurde der so geröstet. Der schmeckte zwar nicht so. Die Zubereitung, das war eigentlich schon eine kleine Zeremonie. Ich sehe meinen Vater noch in der Küche sitzen, eine hölzerne Kaffeemühle zwischen die Knie geklemmt. Die Bohnen wurden gemahlen und dann eine weiße Porzellankanne. Da wurde ein Filter aus Aluminium aufgesetzt, das Kaffeepulver in das Filtertütchen geschüttet. Nach dem Filtern des Kaffees kam die Stürze drauf und ganz zum Schluss ein Tropfenfänger, ein kleines Schaumgummiröllchen unter die Schnauze und dort war eine schöne grüne Libelle aus Kunststoff drauf. Bohnenkaffee war damals die absolute Ausnahme. Und auch den Malzkaffee aus Getreide und Zichorie gab es im Nachkriegsdeutschland nur auf Zuteilung. Pro Monat 125 Gramm Kaffeeersatz. Doch das täglich Brot war damals wichtiger. Ich habe ja den 47 Bäcker gelernt. Da gab es Kaffee. Ne? Und der war also praktisch, sehr, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, das war Muckefuck. Ne? Muckefuck, sagten sie mal. Naja, da haben die Malzkaffee getrunken. Blümchenkaffee, wie der sagt, so schön sagt. Da war ja erst, da gab es ja noch keinen Kaffee. Und dann gab es irgendwie so wie auf Zuteilung, so ein paar Kaffeebohnen gab es dann. Nach dem Krieg gab es zu 100% nur Ersatzkaffees. Darunter den bekanntesten, den Malzkaffee. Aber es wurde auch Kaffee aus ganz anderen Materialien gemacht. Also aus Zichorie oder aus Mais oder ich weiß nicht woraus. Und Bohnenkaffee spielt, denke ich, erst ab Mitte der 50er Jahre wieder eine größere Rolle in den deutschen Familien. Der Bohnenkaffee kam zuerst in die westdeutschen Haushalte. Die 50er Jahre. Nach Marshallplan und Währungsreform konnte der Westen besten Rohkaffee aus aller Welt kaufen. So, wo kauft denn der Ballmeier seinen besten Rohkaffee? In Kolumbien, Salvador, Guatemala, Mexiko, Kenia, Tanganyika, Peru, Indien, Costa Rica, Abessinien und Brasilien. Kurz Gedächtnis in der Hand. Wissen Sie jetzt noch, wo er herkommt, der Dallmayr Kaffee? Aber ich weiß, wo er hinkommt. In den Osten jedenfalls kam er nicht. Aber die DDR hatte auch Freunde. Sie konnte auf einen großen Bruder bauen. Und der ließ die Genossen an der Kaffeefront nicht lange auf dem Trocknen sitzen. Da half uns dann die Sowjetunion durch die Lieferung von Kaffee, Bohnenkaffee, die sie für uns importiert haben und gegen Rubel bei uns verkauft haben. Das war eine große Unterstützung. Das waren immerhin 10.000 Tonnen, glaube ich, die dort auf den Markt kamen. Und deswegen gab es in den 50er Jahren eigentlich eine Zeit lang ganz gut Kaffee zu kaufen. Anfang der 50er Jahre. Auch der ostdeutsche Genießer zwischen Ostseeküste und Fichtelberg musste nicht auf sein begehrtes Volksgetränk verzichten. Noch ahnte er nicht, wie kurz die Zeit des Glückes war.
Bald schon musste er um jede Tasse kämpfen. 1954 drehte der sowjetische Bruder den Kaffeehahn zu. Die Bohne wurde erstmals zum Politikum. Die junge DDR hatte kaum Devisen und ohne harte Mark gab es keinen Kaffee. Die Versorgungskrise wurde aktenkundig. Ein besorgter Brief flatterte aus dem Handelsministerium zum Außenhandelsminister. Die Versorgung ist nicht gesichert. Seit dem 27.02.1954 kann kein Kaffee zum Verkauf über den Ladentisch ausgeliefert werden. Bohnenkaffee gab es jetzt nur noch in Gaststätten. Und der war teuer. Es war die erste Durststrecke auf dem ruhmreichen Weg in die sozialistische Kaffeegesellschaft. Einziger Trost, es sollte nicht die letzte sein. Bohnenkaffee hat durch die Nachkriegszeit, genauso wie nach dem Ersten Weltkrieg, nichts an seiner Prestigekraft verloren. Also wenn Bohnenkaffee in ausreichender Menge da ist, ist das Leben in Ordnung. Wenn Bohnenkaffee fehlt, ist das Leben nichts wert. Also Kaffee ist ein Getränk, woran man die Lebensqualität festmachte. Und das wollte auch dieser Kaffeesachse. Die DDR exportierte in den 50ern Industriegüter in den Westen. Für die Devisen leistete sie sich 1956 8.800 Tonnen Rohkaffee. Und nur drei Jahre später doppelt so viel. Mit Ende der 50er Jahre wurde ja auch hier in der DDR mit der Bohnenkaffeeproduktion angefangen. 1957 ging das los, auch bei Röstfein in Magdeburg. Fein und fleißig geröstet wurde jetzt im ganzen Land. Doch im Sozialismus hatte eben alles seine zwei Seiten. Der Kaffee war zu teuer. Die Bürger schon wieder sauer. Otto E. aus Sachsen machte sich auf diese Situation seinen eigenen Reim. Des Kaffees Qualität hat sich verbessert, doch überhoch ist unsere Kaffeesteuer. Die Freude wird dadurch enorm verwässert, denn unser Kaffee ist zwar gut, doch teuer. Also bei meinen Eltern, das muss ich sagen, da gab es eigentlich die ersten Jahre, wo ich noch zu Hause war, da gab es eigentlich nur immer sonntags und außer zum Geburtstag. Also ich weiß nicht, die Mutti hat eigentlich nicht viel Kaffee gekauft. Die Genossen waren verwirrt. Nun gab es ausreichend Kaffee, aber die Mutti konnte ihn sich nicht leisten. 1959 wurde der Handel angewiesen, alle Möglichkeiten der Werbung auszuschöpfen. Ein beispielloser Werbefeldzug überzog die Republik. Betriebseigene Fahrzeuge fuhren in die Schlacht um jeden Kunden. Was der Westen konnte, sollte auch in der DDR möglich sein. Unser Haus hat seinerzeit in der Röstkaffeeproduktion zweischichtig gearbeitet. Wir hatten hier im Hause einen sogenannten Frischdienst organisiert. Das heißt, wir hatten 14 Kleintransporter, die fuhren regelmäßig die umliegenden Verkaufsstellen ab und belieferten die Geschäfte mit röstfrischem Kaffee. Röstfrischer Kaffee, das war doch was. Fast wie im Westen, aber leider nur fast. Bohnenkaffee war immer als Luxusprodukt teuer im Preis, viel teurer als im westlichen Teil. Wir hatten auch keine Westverwandtschaft. Da war der Bohnenkaffee, das war alles bei uns. Doch Anfang der 60er öffneten sich die Schleusen wieder. Jedenfalls für die Passierscheinbesitzer aus dem Westen. Hast du mir was mitgebracht? Flüsterten die einen hoffnungsvoll. Nicht überliefert ist, ob in diesem Wagen wirklich nur ein Baby lag. Fakt ist, dass der Westkaffee zentnerweise von drüben kam. Da habe ich also mal ausgerechnet, dass wir, also praktisch, wenn wir da im Monat rübergefahren sind mit 4 Pfund Kaffee, das sind 2 Kilo, das sind 24 Kilo im Jahr. Und das sind 240 Kilo, also fast 5 Zentner, nur in den letzten 10 Jahren, die ich darüber geschafft habe. Das Westpaket wurde in den 60ern noch beargwöhnt. Es könnte ja ein trojanisches Pferdchen sein, heimlich gefüllt mit feindlicher Propaganda. Die Verwandten West ließen nicht locker. Bohne um Bohne sparten sie sich vom Munde ab. Wir hatten also keine Westverwandtschaft, die uns Päckchen schickte, aber es waren dann mal ehemalige Schulkameraden, die dann den berühmten Albrechtskaffee mitbrachten. Und ich sagte, mein Gott, ihr gebt immer so viel Geld für uns aus. Nee, ich sagte meine Bekannte, wir kaufen das im Aldi und setzen euch von der Steuer ab. Und das war ja für alle Teile war das ja dann gut, dass jeder dann in seiner Art was dazu tun konnte, ne, dass man mal Kaffee bekam. Natürlich, wenn man den bekam und er war lange gelagert, dann hat er eben auch nicht mehr so geschmeckt. Wichtig ist, dass er frisch geröstet ist, ne? Das ist ja für das Kaffeearoma immer bedeutend. Und dann habe ich dann beobachtet, dass manchmal so Leute, so gerade wenn es so Weihnachten war oder so, die griffen dann also auch zu so Billigangeboten. Da habe ich dann gesagt, ob man den trinken kann. Und da habe ich dann gesagt, also wissen Sie was, was wollen Sie damit machen? Wollen Sie nach drüben? Ja, wollen wir nach drüben schicken. Ich sage, wissen Sie was, das könnt ihr euch doch wohl nicht antun. Ne? Ihr gönnt euch die Krönung und den schickt ihr jetzt nach drüben. Das ist unfair. Ne? Mitte der 60er Jahre. Die DDR im Kaffeehimmel. Die Kaffeehauskultur hatte auch im Osten Konjunktur. Sehen und gesehen werden. Man lernte die Leute kennen und die Freude, dass man einen Platz kriegte. Und da wurde auch nicht groß gefragt,
hier darf ich mich hier hinsetzen. Wenn es keine Plätze gab, setzte man sich hin und man kam sofort ins Gespräch. Jeder hatte da was zu erzählen. Was man gekriegt hat, hat man sich gefreut. Was man nicht hatte, hat man geschimpft drüber. Und so war das. In den 60er Jahren waren die Cafés gut besucht. Und auch als Urlauber musste der Bürger nicht auf seinen Kaffee verzichten, wenn er mit der Familie durch die kleine Republik reiste. In den vielen Ferienheimen des DDR-Gewerkschaftsbundes gab es zu dieser Zeit ausreichend Kaffee. Da gab es Bohnenkaffee, sonntags, das weiß ich noch, für die Urlauber. Wir hatten manchmal 300 Urlauber, wurden da verpflegt und so. So, und dort war ich 2-3 Jahre und dann wurde das schöne Urlauberkaffee. Das war damals das erste Urlauberkaffee in der DDR. Das war das neue Leben in Oberbernburg und wir hatten eigene Konditorei. Also das war immer sehr stark besucht. Also schön Kuchen und auch Eisbecher und eben viel Kaffee, also gut besucht. Ein kleines Wirtschaftswunder begann. In den 60ern, da durfte man noch träumen. Im staatlichen Autoabholhaus gab es jetzt Entspannungsmusik. Und die Wartezeiten konnte man sich verkürzen bei einem Gratis-Schluck Kaffee. Vom kleinen Wohlstand ließen sich die Bürger aus gerne ein bisschen einseifen. Doch leider musste nach wie vor jede importierte Kaffeebohne hart erarbeitet werden. Denn die nötigen Devisen fehlten. Aber das Volk wollte nicht mehr auf seinen Bohnenkaffee verzichten. So schossen die DDR-Sorten wie Pilze aus dem Boden. Ja, das war schon ein Genussmittel und das wurde auch zu jeder Sitzung und Kaffee wurde eben gereicht und Kaffee musste eben da sein. Das war das A und O. Ende der 60er gab es nicht nur in Interhotels oder Cafés reichlich Bohnenkaffee. Überall duftete es nach Costa, Rondo oder Mona. Auch beim Friseur nebenan wurde Kaffee gereicht. Im DDR-Fernsehen war nun auch die Bohne salonfähig. Die Kunden freuen sich und wir sind der Meinung, dass es ein guter Kundendienst ist. Jedenfalls, ich muss sagen, Sternchen rasiert ist besonders gut rasiert. Noch das ist guter Kundendienst hier bei der BGHD-Frisur im Weißen See in der Clemens-Gottwald-Allee. Das gibt's nur einmal. Auch ein Schlager. Kaffee baut auf. Selbst zu DDR-Zeiten hat Kaffee auch aufgebaut. So. Das ist, wenn jeder von uns, das weiß auch jeder Zuschauer, wenn wir unser Tässchen Kaffee haben, Mensch, das sieht die Welt gleich anders aus. Ach, schmeckt. Ach, so. Und nun machen wir weiter. Ja. So, das ist das. Und das war zu DDR-Zeiten so. Also ein Tässchen Kaffee, das half schon wieder über vieles oder milderte auch ein bisschen was ab. Wieder. Ja. Gehört zum Leben. In den 70er Jahren konnte man das Leben genießen. Doch wieder gab es in der DDR etwas zu meckern. Wir hatten ja auch ein normales Kaffeegeschäft, wir hatten ja immer Rammelgeschäfte. Immer Rammel wurden, wie Sie das auch selbst ja vielleicht von anderen so hören, dass sie platziert wurden. Das wurde ja bei uns viel zu den Restaurantleitern. Weil wir sind als Kellner, wir können manchmal gar nicht arbeiten vor Menschen drinnen. Du kommst gar nicht durch. Hast du 10-mal gesagt, vorsehen. Es wurde auch natürlich manchmal, dass die Gäste hängen geblieben sind und uns was runtergerissen. Also wir haben ein ganz stark besuchtes Café waren dort. Und die Cafés waren überfüllt. Also ich habe hier oftmals wegen eines Platzes warten müssen. Also haben die Leute draußen gestanden. Nicht nur die zudringliche Kundschaft bereitete dem Personal Sorgen. Hinterhältige Kontrolleure prüften ständig, ob der teuer importierte Bohnenkaffee nicht verplempert wurde. Da gab es sogenannte Kaffeebücher. Da musste also jeden Tag abgerechnet werden, wie viel Kaffee verkauft worden war, wie viel Kaffee selber getrunken worden war, dass das ganz genau stimmte. Wir wurden auch daraufhin von der ABI, von der Arbeiter- und Bauinspektion, wie das so hieß, wurden wir daraufhin kontrolliert. In der Gaststätte war Vorschrift 6,5 Gramm pro Tasse Kaffee. Also Pulver musste pro Tasse. Ne? Und da war ja also ganz hinterher, da wurde auch Tests gemacht und Prüfungen. Und wenn da das hier zu wenig drin war und so, also da gab es schwer was dran. Das las man dann auch manchmal in der Zeitung, dass dort und dort hier ja zu viel Wasser in den Kaffee getan wurde und so. Ne? Also da waren die ganz hinterher damals schon, also das muss ich sagen. Winter 1976. Wie aus heiterem Himmel ein gewaltiger Einschnitt, eine neue Kaffeekrise. Die Missernte in Brasilien ließ weltweit die Preise explodieren. Ein bitterer Nachgeschmack für die DDR. Die Bohne, ein Fall für den Generalsekretär. Eine Kaffeegrundsatzrede auf höchster Ebene war fällig. Ich möchte nur noch einmal erwähnen, dass uns allein der Import von Rohkaffee im Jahr rund 300 Millionen Dollar kostet. Die Berechnungen gehen davon aus, angesichts der von uns
nicht zu beeinflussenden Weltmarktpreis für Rohkaffee die beste Lösung für den Verbraucher zu finden. Und die billigste. 1977 stand die Zahlungsfähigkeit der DDR auf dem Spiel. In der SED-Machtzentrale wurde die Kaffeeversorgung zur Chefsache. Die Hohen Genossen suchten verzweifelt nach Lösungen. Und es kam die Idee auf, den Kaffee zu strecken mit Mischkaffee, indem man mixt 51% Bohnenkaffee und 49% Surrogate Zumischungen. Juli 1977, ein Politbüro beschloss. Das Ziel? Einsparung von Rohkaffee und Devisen. Der Weg? Ein Mix aus Kaffeebohnen, Gerste, Zuckerrübe und mehr. Wir sollen hier was aufbauen, das ist ein Wahnsinn, das bringt nichts. Und da wurden wir abgetrocknet, wie man so schön sagt. Es ehrt euch zwar, dass ihr hierher gekommen seid, aber was die Partei hat, immer recht. Und was die Partei sagt, wird gemacht. Und das ist, ihr könnt hier nicht gegen irgendwelche Beschlüsse angehen. Der Mix-Kaffee-Beschluss wurde selbst im ZK mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Fast väterlich warnte Albert Norden: Lieber Erich, ich befürchte Unzufriedenheit. Hier geht es ja nicht um irgendeine Versorgungsposition, sondern um ein Volksgenussmittel im besten Sinne des Wortes. Dein Albert Norden. Rasch sprach das Volk von Erichs Krönung, wenn es den Kaffeemix meinte. Dieser Mischmasch wurde abgelehnt. Und wieder ein Parteiprotokoll. Die IGA-Gaststätte in Erfurt verkaufte am 2. und 3. September insgesamt 2 Tassen Kaffeemix. Donnerwetter. Das Wort ist dieser komische Beutel da. Ne? Und das habe ich überhaupt nicht vertragen. Also das war ein furchtbares Geschäft. Wir fanden es auch gar nicht in Ordnung, dass man das bisschen Kaffee, was man sowieso bloß hat, dass man das durch den Zusatz von Gerstenkaffee, oder also woraus der auch gemacht wird, dass man den auch noch verdorben hat. Ne? Also es hat wirklich nicht geschmeckt, es war grausam. Unsere wenigen Dienstwagen, die wir also seinerzeit zur Verfügung hatten, waren natürlich mit dem entsprechenden Betrieb gekennzeichnet. Und es ist schon vorgekommen, dass wir auf der Straße angesprochen worden sind, nach dem Motto, mein Gott, was bietet ihr uns denn da für einen Mist an? Es gehörte zu den Schlimmsten, was es überhaupt je gab. Nicht nur für uns Sachsen. Das war, also, schlicht gesagt, es war eine Zumutung. Also ich meine, wir haben hier ausgehalten damals, wir haben viel mitgemacht, aber das war zum Dank dann noch so eine Lorge, wie wir zu sagen pflegen, wir Sachsen. Also das war, nee. Also das war zu viel des Guten. Partei und Staatssicherheit sammelten stapelweise Eingaben. Aktenberge, die belegen, die DDR bestand nicht nur aus trüben Tassen. UWR, Reichenbach. Ihr neuer Bohnenkaffee schmeckt wie halb und halb. Halb Winter, halb Sommergerste und das für 6 Mark. BATS, Halle. Wir hoffen sehr, dass Sie nicht am gesteigerten Umsatz von Markentropfen interessiert sind. Kurt M., Karl-Marx-Stadt. Ich litt nach dem Genuss von Kaffeemix an sexueller Niedergeschlagenheit und befürchte als Folgeerscheinung Haarausfall. Ina L., Löbau. Ich hatte durchschlagenden Erfolg und kann in Zukunft auf den Konsum von Abführmittel verzichten. Unzählige solcher Briefe landeten bei der Stasi. Auch der von Marianne Brettschneider aus Mittweida. Hatten die Nörgler denn keine Angst? Gefürchtet habe ich mich vor überhaupt nichts. Und heute noch nicht. Wenn heute irgendwas... bin ich nicht eine, die sich vor allem fürchtet. Gar nicht. Vergangenes Wochenende habe ich die neue Sorte Kaffee Mix gekauft und versucht, einen einigermaßen schmackhaften Kaffee daraus zu zaubern. Es ist mir leider nicht gelungen und meine zurzeit mit im Haushalt wohnenden Kinder, wie auch ich, waren sehr enttäuscht. Denn von einem kleinen bisschen Bohnenkaffeegeschmack konnte keine Rede sein. Der Kaffee schmeckte fast so wie kurz nach dem Krieg. Den Mix-Kaffee wollte niemand. Sogar im DDR-Fernsehen lästerte man über diese Brühe. Heimlich, zwischen den Zeilen sozusagen. Lassen Sie mich erst mal meinen Kaffee ausbringen. Vielleicht darf ich Ihnen dabei was vorlesen. Ebenfalls bedient man sich neuerdings eines Kartoffelkaffees, der viel Beifall gefunden hat. Man schneidet gekochte Kartoffeln in winzige Stücke, legt diese auf den Ofen und lässt sie bis auf die Hälfte eindörren. Dann brennt und röstet man sie in der Pfanne wie Rohkaffee. Beim Mahlen und Aufbrühen verfährt man wie bei gewöhnlichem Kaffee. Das so zubereitete Getränk ist vom ordinären Kaffee weder in Farbe noch in Geschmack zu unterscheiden. In einem Lande wie dem unsrigen würden so jährlich viele tausend Taler erspart werden. Will ich aber nicht gehört haben, was Sie vielleicht gedacht haben. Gab es ja keinen richtigen Spruch. Also die im Westen, der Jakobskaffee, das war die Krönung. Aber Kaffeemix, das war der Gipfel. Ja. Der Kaffeemix verärgerte nicht nur die Gäste. Auch die Kellner waren bedient. Und die Frau in der Kaffeemaschine. Und da habe ich Mokka gebrüht und da hatte ich diese Brühung,
wo man das erzählt hat, dass da was anderes drin war. Und da ist mir damals die ganze Mokka-Maschine um die Ohren geflogen. Ja, naja, das waren die Maschinen, die unter Druck gearbeitet haben. Die Kaffeemaschinen, der Kaffeeboy arbeitet ja mit Druck. Und man hat einen Prozentsatz Erbsen, geröstete Erbsen mit beigefügt. Ich glaube, es waren 5%. Und hat dabei eines nicht berücksichtigt, die Erbsen haben einen hohen Eiweißanteil und jedenfalls haben diese Erbsen die Filter zugesetzt. Auf jeden Fall hat Erich Honecker 1978 gesagt, jetzt macht mit diesen ganzen Experimenten Schluss. Das Volk wollte echten Bohnenkaffee. Ende der 70er eine neue Idee. Kaffeeeinsparung durch Verbote. Auf Partei-, Betriebs- und anderen Versammlungen war ab sofort der Genuss von Bohnenkaffee zu unterlassen. Eine Club-Cola hatte ja schließlich auch Koffein. Man wollte die Leute zum Tee trinken animieren. Man hat gesagt, du kannst doch Tee trinken, muss nicht unbedingt Kaffee sein oder irgendein anderes Getränk. Und da hat man das im Anfang verboten, das ist richtig. Das hat sich aber, keiner hat sich richtig dran gehalten. Naja, das wurde dann wieder durch vielleicht ein Glas Wein dann ausgeglichen, wenn Gäste da waren beim Chef, ja, wenn kein Kaffee gekauft werden durfte damals. Kurz danach der nächste Versuch. Die Lokale hatten alle nur Tassen im Schrank, keine Kännchen mehr. Wenn ich in die Gaststätte gegangen bin, wollte ein Kännchen Kaffee haben, habe ich noch eine Tasse gekriegt. Dann bestelle ich ihm noch eine Tasse, ja, das ging, aber ein Kännchen gab es nicht mehr. Da haben wir noch so geschimpft, ne, da kriegen wir uns heute tot, weil wegen dem Kännchen, da musst du dann zwei, dreimal an den Tisch rein. Na, so, das weiß ich noch. Ich denke, wenn man einem Volk, das aus Kaffeetrinkern besteht, vorwiegend, sind ja nicht alle, die Kaffee trinken, aber die meisten, also man soll ihnen wirklich nicht die gute Laune verderben, wenn man eine Regierung ist, der das wichtig ist. Und deswegen muss man schon darauf achten, dass der Kaffee dann immer da ist. Als Historikerin ordne ich das ganz einfach ein. Und zwar, das erste und das letzte Mal hat in der DDR Marktwirtschaft wirklich funktioniert. Es wurde ein Produkt auf den Markt gebracht, was niemand gekauft hat. Es gab eine irrsinnige Menge von Beschwerden von Privatpersonen, natürlich auch aus den Röstbetrieben. Und dieser Kaffee wurde nicht gekauft, weil es eine Zeit war, wo man einfach nicht mehr einen Kaffee trinken wollte, wie er vor 20 Jahre früher, nach dem Krieg wäre das ganz normal gewesen. Aber 1977 wollte man keinen Mix-Kaffee, so hieß er ja auch dem noch, Kaffee-Mix, haben und hat einfach den Kauf verweigert. Echter Kaffee musste wieder in die Kaufhallen, koste es, was es wolle. Der Bürger sollte bei Laune gehalten werden, egal was Staatshaushalt und leere Kaffeekasse zuließen. Erich und Co. versprachen das Kaffeeschiff am Horizont. Der Volkshumor aber war eher da. Ein Schiff wird kommen, das war das Bohnenkaffee-Lied. Wir haben immer auf das Schiff gewartet, was wieder den Kaffee wieder bringen sollte. Weil nämlich das neue Deutschland hat geschrieben, als der Kaffee knapp war, es würde also jetzt bald wieder die Situation des Kaffees besser sein, weil das Schiff unterwegs ist mit dem Kaffee. Ende der 70er startete die Partei und Staatsführung zu interkontinentalen Kaffeefahrten. Im Reisegepäck keine Devisen, sondern Maschinen und andere nützliche Dinge im Tausch gegen Kaffeebohnen. Die jungen Bruderländer waren begeistert. Angola und Äthiopien schienen anzubeißen. Ware gegen Ware. Was für ein moderner Handel. Aber er sollte sich auszahlen. Das waren immerhin 5.000 bis 8.000 Tonnen, die man dort auf diese Weise bekommen konnte, ohne dass man Verluste aufwenden musste. Ein genialer Schlachtplan. Erich Honecker schickte seinen Devisenbeschaffer Alexander Schalk an die unsichtbare Front. Und der hatte Erfolg, schrieben die Genossen an Erich. In Äthiopien leistet Genosse Schalk straffe Führungstätigkeit. Er tauscht den Rohkaffee sogar gegen Stahlhelme und Munition. Und alles im Verborgenen. Nicht zum Weitersagen. Stahlhelme und Munition für Rohkaffee. Die Hausfrauen Ost konnten wieder auftafeln. Und das sollte so bleiben. Deshalb suchte man zuverlässige Produzenten. Das sozialistische Vietnam schien dafür sehr geeignet. Und dann bin ich selbst im Jahre 1980 nach Vietnam gefahren und habe versucht, ein Kaffeeabkommen abzuschließen mit Vietnam, was einmal dazu führen sollte, dass man im Jahr 1990, so lange brauchte man, bis der Kaffee gewachsen ist und geerntet werden kann, mit erstmalig 1000 Tonnen Kaffee in Kraft getreten ist. Ein kühner Plan, denn Vietnam war alles andere als ein Volk von Kaffeetrinkern. Hier in den Bergregionen wurde vor allem Tee angebaut und nur in geringem Umfang Kaffee für den Export. Die DDR brachte Fachkräfte und technische Ausrüstungen ins ferne Bruderland und half, riesige Kaffeeplantagen aufzubauen. Zu Hause in der Heimat zog Anfang der 80er Jahre wieder der Alltag in die Cafés. Das ungewöhnliche Aroma vom Kaffeemix war längst verflogen. Und der Feinschmecker Ost wurde jetzt auch mit anderen Delikatessen verwöhnt.
Konsum und HO waren ja die Preise gleich, aber im Delikat, da gab es nur den besseren Kaffee und den konnten wir uns aber nicht leisten. Da kam 250 Gramm 25 Mark. Also im Delikatladen konnte ich mir den Kaffee nicht leisten. So hohe Gehälter bekam man ja damals nicht. Im Delikat durfte sich auch der DDR-Bürger ohne Westverwandte mal ein Päckchen Jakobs oder Tschibo angucken. Kaufen konnte er die echte Krönung meist nicht, denn die Preise waren weltweit einmalig und selbst für diesen krönenden Geschmack viel zu gepfeffert. Das waren dann schon wieder die Spitzenklassen im Delikat und auch im Intershop. Aber wobei, man muss natürlich sagen, im Delikat wurden ja auch die Gelder abgeschöpft. Längst war es ein offenes Postgeheimnis. Mit jedem Westpaket kam auch ein Pfund Kaffee in den Osten. Es war ein richtiger Fest, wenn man so ein Paket kam, dann haben das aufgemacht. Ach, guck mal, Viertel Kakao, ohne Viertel Kaffee war drin. Und so waren wir also auch bei Jakobs Kaffee immer darauf bedacht, dass wir möglichst vielen Menschen auch sagten, diese Anregung auch mit dem Plakat, die Promotion, wie man das damals schon sagte, für das Bäckchen nach drüben, da gehört der Beste rein, das ist die Krönung. Auf jeden Fall hat das uns geholfen. Es war nicht nur gut für die Familien, die es bekommen haben, es war auch für uns gut, weil wir diese Versorgung verbessern konnten. Ohne unser eigenes Beitun, ohne unsere Devisen. Ja. Jährlich beförderte die Post Anfang der 80er Jahre 10 Kilotonnen Westkaffee direkt in die DDR-Haushalte. Ein Fünftel des gesamten Kaffeeverbrauchs im Osten. Diesen Privatimport hat der sozialistische Staat nun in seinen Bilanzen einkalkuliert. Dann kam immer ein Paket von drüben, eine Jakobskrönung oder Dallmayr-Prodomo. Und das war immer was ganz Besonderes. Vor allem für meine Eltern. Ich liebte mehr so ein bisschen Kosmetik, aber für die Eltern war das so ein schönes Kaffee trinken. Heute ist ein Paket angekommen und wieder Jakobs Kaffee oder so. Es duftete gut. Und da haben wir uns natürlich immer gefreut, da gab es natürlich ein Päckchen Westkaffee, das waren 500 Gramm und das hat ja bald 6 Wochen dann gereicht. Und ich hatte aber das große Glück, ich hatte noch in Baden-Württemberg eine sehr gute Freundin von zu Hause und von der bekam ich auch immer regelmäßig Kaffee, aber wir waren schon gut dran und wir wurden auch sehr beneidet. In erster Linie wurde gewünscht, Jakobs Krönung, das war schon mal klar, nur darauf konnte ich keine allzu große Rücksicht nehmen. Wenn ein anderer Kaffee billiger war, dann musste meine Frau den im Angebot kaufen. Also das war das ja nicht möglich. Das war ja nicht tragbar. Und für die Ossis war er immer noch gut genug. Westkaffee, das war doch was ganz anderes. Nicht nur der Duft, auch die Verpackung, die ganze Erscheinung. Und dass der Westkaffee natürlich besser war, das Aroma war besser. Und die ganze Verpackung, die Aufmachung ist ja auch sowas. Das war ja bei uns ganz einfach verpackt. Der Costa in einer einfachen Verpackung, der Wiener Melange, der Rondo, Mona auch 10 Mark, ein Viertel. Und war ganz einfach verpackt. Und die Verpackung macht ja viel. Aber einen hatten wir noch. Die Marke Mokka Fix sollte auch optisch ein Kracher werden. So für die 80er Jahre. Die Bohnenkaffeemischung kam in die Tüte und vor dem Verschließen verdrängte ein Gas den Sauerstoff und fertig war der pausbackige Schlauchbeutel. Da konnten die Kaffeeexperten am Aroma feilen, wie sie wollten. Beim Öffnen der rassigen Verpackung roch es für einen kurzen Moment unanständig. Wenn Sie das aufmachen, das Paket, also so den sogenannten Schlauchbeutel, wie wir es bei Mokka Fix hatten, na, dann kam nicht sofort dieser Duft in voller, dann, es war ja noch Gas drin und das strömte aus und das Aroma war genauso da. Bloß sie haben es nicht so schnell wie so eine Wolke in die Nase bekommen. Wenn wir Kaffee aus dem Westpaket bekommen haben, dann war der Vakuum verpackt. Der Kaffee, der in der DDR produziert worden ist, war Schutzgas verpackt. In beiden Fällen ist der Sauerstoff rausgehalten worden. Und der Sauerstoff ist das, der das Aroma kaputt macht. Zugegeben, das mit dem Aroma war eine Wissenschaft für sich. Doch der Bürger Ost hatte die Nase schon lange voll. Ende der 80er Jahre war er prinzipiell misstrauisch geworden. Ungefiltert nahm er die Verlautbarungen der Kaffeeverantwortlichen nicht mehr auf. Was sie auch sagten, das Volk zweifelte. Im Mokka Fix, wer weiß, was da so alles drin war. Da war Kaffee drin. Und zwar 100% Kaffee. Auch wenn das nach diesem Vorgang Ende der 70er Jahre sehr viele DDR-Bürger einfach nie mehr wahrhaben wollten. Was aber kaum einer zu hoffen gewagt hätte, im Mokka Fix war manchmal auch echter Westkaffee. Wenn die Röstereien nicht mehr nachkamen, kauften die Außenhändler Mitte der 80er Jahre fertige Kaffeebohnenmischungen in Hamburg. Ein Service, der uns teuer zu stehen kam. Dann wurden sie gemahlen und dann wurden sie abgepackt zu Mokka Fix.
sodass ein nicht unbeträchtlicher Anteil des Mokkafix, der in der DDR verkauft wurde, durchaus Kaffee vom damaligen Klassenfeind war. Der Klassenkampf um jede Bohne ging weiter. In der Universität Magdeburg trat ein kühner Professor auf den Plan. Es galt mal wieder, aus der Not eine Tugend zu machen. Die Rösttrommeln bei Röstfein waren leider komplett hinüber. Statt 2 Millionen Valutamark für neue Trommeln auszugeben, erfand der Professor lieber ein völlig neues Röstverfahren. Eine Erfindung, die für Wirbel sorgte. Das ist das Wirbelschichtverfahren. Das funktioniert also so, dass man in einem Apparat, in einem Reaktor, ein Gas von unten nach oben strömen lässt und dann die Kaffeebohnen auf diesen Gas quasi schweben, im Gegensatz zur Trommel, wo es immer nur so hin und her rutscht. Man hat also dann aus der gleichen Menge Rohkaffee mehr Röstkaffee herausgekriegt, weil man a. geringere Röstverlust hatte, das war das eine. Und zum anderen hat man außerdem noch aus den gerösteten Bohnen mit der gleichen Menge Wasser aber und der gleichen Menge Kaffee viel mehr herauslösen können. Und wir hatten einen großen Erfolg. Der Kaffee, der in der Wirbelschicht geröstet wurde, schmeckte besser wie der in der Trommelröstung. Wir haben in der Wirbelschicht mit 3,5 Minuten geröstet, in der Trommel mit fast 10 Minuten. Also da waren Faktoren Steigerung der Arbeitsproduktivität, Erhöhung der Ausbeute, der Rohstoffausbeute, ja, Qualitäts- und Sicherheitsprobleme und so weiter und so weiter. Wir haben mit einem Schlag mehrere Probleme gelöst. So einfach konnte Sparen sein. Ein heißes Luftpolster für die Kaffeebohnen bei der Röstung reduzierte die Verluste, mehr Valutamark blieben übrig. Noch einmal keimte Hoffnung auf. Das bedeutet also, dass wir in der Republik in der Lage sind, ca. 13.846.1154 Tassen Kaffee mehr zu trinken, ohne eine einzige Bohne mehr zu importieren. 13 Millionen Tassen Bohnen Kaffee mehr, fast für jeden DDR-Bürger eine. Was abgezogen? 2 Kaffee. Die Stimmung unter dem werktätigen Kaffeevolk aber wollte sich Ende der 80er so richtig nicht mehr heben lassen. Die unermüdlichen Kämpfer an der Kaffeefront interessierte die meisten nicht die Bohne. Sie waren in Gedanken schon woanders und träumten längst von anderen Baumaßnahmen. Das war nun wirklich die Krönung. Erich ging und Jakobs kam. Und wir waren in einem Raum und da hängt eine Karte, also neue Länder. Und da sagte also Herr Kamin, Sie haben hier den Zugriff. Sie hatten den Zugriff und den ließen sie sich nicht mehr nehmen. Westkaffee dominierte die Regale. Mühsam erkämpften die alten Klassiker aus Magdeburg einen Platz an der Seite von Tschibo und Jakobs. Das Volk indes entdeckte andere Köstlichkeiten. Wir haben ja damals alles, was nicht Nietnacher fest war, haben wir ja gekauft. Aber es gab ja dann nach der Wende auf einmal auch andere, viele andere Angebote. Sodass eigentlich, muss ich sagen, der Kaffee dann ein bisschen in den Hintergrund rückte, weil es ja so viele Delikatessen wieder gab, die man gar nicht mehr gekannt hat, beziehungsweise die man neu wieder entdeckt hat dann, ja. Also die ersten, die kamen, waren ja die mit Lieferwagen kamen und ihre Kaffeemaschinen dann im Kofferraum hatten und uns die dementsprechend verkaufen wollten. Und natürlich war damit meistens verbunden, dann eine dementsprechende Kilozahl Kaffee mit abzunehmen. Kaffee war mit der Wende praktisch gegessen, denn diese Kaffeegeschäfte, die waren ja sofort, die blühten ja sofort auf nach der Wende drüben, ja. Und die konnten sich also sofort ihren Kaffee selber kaufen. Also mit der Wende war das mit dem Kaffee für uns erledigt jedenfalls. Und im fernöstlichen Vietnam waren tatsächlich im Herbst 1989 die Früchte exportreif. Doch dem Kaffeeabkommen ging inzwischen der eine Vertragspartner verloren. Und dennoch hatte diese Geschichte ein gutes Ende. Für die Vietnamesen. Aber ich war inzwischen 4-mal zu Besuch in Vietnam und muss feststellen, dass Vietnam einer der größten Kaffeeproduzenten in Asien geworden ist. Sogar größer als Indonesien, die war bis dahin mit 4.000 Tonnen, glaube ich, der stärkste Kaffeeproduzent. Größer als Laos, größer als mancher in Lateinamerika. Der DDR nutzte es nichts mehr. Der Spagat zwischen Staatsverschuldung und Volkeszorn konnte nicht gelingen. Die Genossen haben sich die Zunge verbrannt. Kaffee ist wohl auch reine Geschmackssache. Und das schmeckt überhaupt nicht nach Kaffee. Ja? Mann! Ja,
Ja, ist gut. Das ist Blümchenkaffee. Ich finde den sehr bitterig. Also das ist Westkaffee. Das ist doch kein Kaffee. Was ist denn das für Kaffee? Ja. Ich würde mal so sagen, zu Hause würde ich ihn anders machen. Aber es geht. Fahrten. Im Reisegepäck keine Devisen, sondern Maschinen und andere nützliche Dinge im Tausch gegen Kaffeebohnen. Die jungen Bruderländer waren begeistert. Angola und Äthiopien schienen anzubeißen. Ware gegen Ware. Was für ein moderner Handel. Aber er sollte sich auszahlen. Das waren immerhin 5.000 bis 8.000 Tonnen, die man dort auf diese Weise bekommen konnte, ohne dass man Valuta aufwenden musste. Ein genialer Schlachtplan. Erich Honecker schickte seinen Devisenbeschaffer Alexander Schalk an die unsichtbare Front. Und der hatte Erfolg, schrieben die Genossen an Erich. In Äthiopien leistet Genosse Schalk straffe Führungstätigkeit. Er tauscht den Rohkaffee sogar gegen Stahlhelme und Munition. Und alles im Verborgenen. Nicht zum Weitersagen. Stahlhelme und Munition für Rohkaffee. Die Hausfrauen Ost konnten wieder auftafeln. Und das sollte so bleiben. Deshalb suchte man zuverlässige Produzenten. Das sozialistische Vietnam schien dafür sehr geeignet. Und dann bin ich selbst im Jahre 1980 nach Vietnam gefahren und habe versucht, ein Kaffeeabkommen abzuschließen mit Vietnam, was einmal dazu führen sollte, dass man im Jahr 1990, so lange man brauchte, bis der Kaffee gewachsen ist und geerntet werden kann, mit erstmalig 1000 Tonnen Kaffee in Kraft getreten ist. Ein kühner Plan, denn Vietnam war alles andere als ein Volk von Kaffeetrinkern. Hier in den Bergregionen wurde vor allem Tee angebaut und nur in geringem Umfang Kaffee für den Export. Die DDR brachte Fachkräfte und technische Ausrüstungen ins ferne Bruderland und half, riesige Kaffeeplantagen aufzubauen. Zu Hause in der Heimat zog Anfang der 80er Jahre wieder der Alltag in die Cafés. Das ungewöhnliche Aroma vom Kaffeemix war längst verflogen. Und der Feinschmecker Ost wurde jetzt auch mit anderen Delikatessen verwöhnt. Konsum und HO waren ja die Preise gleich, aber im Delikat, da gab es nur den besseren Kaffee. Und den konnten wir uns aber nicht leisten. Da kam 250 Gramm 25 Mark. Also im Delikatladen konnte ich mir den Kaffee nicht leisten. So hohe Gehälter bekam man ja damals nicht. Im Delikat durfte sich auch der DDR-Bürger ohne Westverwandte mal ein Päckchen Jakobs oder Tschibo angucken. Kaufen konnte er die echte Krönung meist nicht, denn die Preise waren weltweit einmalig und selbst für diesen krönenden Geschmack viel zu gepfeffert. Das waren dann schon wieder die Spitzenklassen im Delikat und auch im Intershop. Aber wobei, man muss natürlich sagen, im Delikat wurden ja auch die Gelder abgeschöpft. Längst war es ein offenes Postgeheimnis. Mit jedem Westpaket kam auch ein Pfund Kaffee in den Osten. Es war ein richtiger Fest, wenn was über Paket kam, dann haben das aufgemacht. Ach, guck mal, Viertel Kakao, ohne Viertel Kaffee war drin. Und so waren wir also auch bei Jakobskaffee immer darauf bedacht, dass wir möglichst vielen Menschen auch sagten, diese Anregung auch mit dem Plakat, die Promotion, wie man dazu damals schon sagte, für das Päckchen nach Dröge. Noch das ist guter Kundendienst hier bei der PGH, die Frisur im Weißen See in der Clemens-Gottwalder Allee. Das gibt's nur einmal. Auch ein Schlager. Kaffee baut auf. Das, selbst zu DDR-Zeiten hat Kaffee auch aufgebaut. So, das ist, wenn jeder von uns, das weiß auch jeder Zuschauer, also, wenn wir unser Tässchen Kaffee haben, Mensch, das sieht die Welt gleich anders aus. Ach, schmeckt. Ach, so. Und nun machen wir weiter. Ja. So, das ist das. Und das war zu DDR-Zeiten so. Also ein Tässchen Kaffee, das half schon wieder über vieles oder milderte auch ein bisschen was ab wieder. Gehört zum Leben. In den 70er Jahren konnte man das Leben genießen. Doch wieder gab es in der DDR etwas zu meckern. Wir hatten ja auch
Nee, normales Kaffeegeschäft, wir hatten ja immer Rammelgeschäfte. Immer Rammel wurden, wie Sie das auch selbst ja vielleicht von anderen so hören, dass sie platziert wurden. Das wurde ja bei uns viel durch die Restaurantleitung. Weil wir sind als Kellner, wir können manchmal gar nicht arbeiten vor Menschen drinnen. Du kommst gar nicht durch. Hast du zehnmal gesagt, vorsehen, vorsehen. Es wurde auch natürlich auch manchmal, dass die Gäste hängen geblieben sind und uns was runtergerissen. Also wir haben ein ganz stark besuchtes Kaffee waren dort. Und die Cafés waren überfüllt. Also ich habe hier oftmals wegen eines Platzes warten müssen. Also haben die Leute draußen gestanden. Nicht nur die zudringliche Kundschaft bereitete dem Personal Sorgen. Hinterhältige Kontrolleure prüften ständig, ob der teuer importierte Bohnenkaffee nicht verplempert wurde. Da gab es sogenannte Kaffeebücher. Da musste also jeden Tag abgerechnet werden, wie viel Kaffee verkauft worden war, wie viel Kaffee selber getrunken worden war, dass das ganz genau stimmte. Wir wurden auch daraufhin von der ABI, von der Arbeiter- und Bauerninspektion, wie das so hieß, wurden wir daraufhin kontrolliert. In der Gaststätte war Vorschrift, 6,5 Gramm pro Tasse Kaffee. Musste das so, also Pulver musste pro Tasse. Ne? Und da war ja also ganz hinterher, da wurde auch Tests gemacht und Prüfungen. Und wenn da das hier zu wenig drin war und so, also da gab es schwer was dran. Das las man dann auch manchmal in der Zeitung, dass dort und dort hier ja zu viel Wasser in den Kaffee getan wurde und so. Ne? Also da waren die ganz hinterher damals schon, also das muss ich sagen. Winter 1976. Wie aus heiterem Himmel ein gewaltiger Einschnitt, eine neue Kaffeekrise. Die Missernte in Brasilien ließ weltweit die Preise explodieren. Ein bitterer Nachgeschmack für die DDR. Die Bohne, ein Fall für den Generalsekretär. Eine Kaffeegrundsatzrede auf höchster Ebene war fällig. Ich möchte nur noch einmal erwähnen, dass uns allein der Import von Rohkaffee im Jahr rund 300 Millionen Dollar kostet. Die Berechnungen gehen davon aus, angesichts der von uns nicht zu beeinflussen Weltmarktpreis für Rohkaffee, die beste Lösung für den Verbraucher zu finden. Und die billigste. Ja, so das ist das. Und das war zu DDR-Zeiten so. Also ein Tässchen Kaffee, das half schon wieder über vieles oder milderte auch ein bisschen was ab. Wieder. Ja. Gehört zum Leben. In den 70er Jahren konnte man das Leben genießen. Doch wieder gab es in der DDR etwas zu meckern. Wir hatten ja auch nie normales Kaffeegeschäft, wir hatten ja immer Rammelgeschäfte. Immer Rammel wurden, wie Sie das auch selbst ja vielleicht von anderen so hören, dass sie platziert wurden. Das wurde ja bei uns viel durch die Restaurantleitung. Weil wir sind als Kellner, wir können manchmal gar nicht arbeiten vor Menschen drinnen. Du kommst gar nicht durch. Hast du zehnmal gesagt, vorsehen, vorsehen. Es wurde auch natürlich auch manchmal, dass die Gäste hängen geblieben sind und uns was runtergerissen. Also wir haben ein ganz stark besuchtes Kaffee waren dort. Und die Cafés waren überfüllt. Also ich habe hier oftmals wegen eines Platzes warten müssen. Also haben die Leute draußen gestanden. Nicht nur die zudringliche Kundschaft bereitete dem Personal Sorgen. Hinterhältige Kontrolleure prüften ständig, ob der teuer importierte Bohnenkaffee nicht verplempert wurde. Da gab es sogenannte Kaffeebücher. Da musste also jeden Tag abgerechnet werden, wie viel Kaffee verkauft worden war, wie viel Kaffee selber getrunken worden war, dass das ganz genau stimmte. Wir wurden auch daraufhin von der ABI, von der Arbeiter- und Bauerninspektion, wie das so hieß, wurden wir daraufhin kontrolliert. In der Gaststätte war Vorschrift 6,5 Gramm pro Tasse Kaffee. Musste das so, also Pulver musste pro Tasse. Ne? Und da wurde ja also ganz hinterher, da wurde auch Tests gemacht und Prüfungen. Und wenn da das hier zu wenig drin war und so, also da gab es schwer was dran. Das las man dann auch manchmal in der Zeitung, dass dort und dort hier ja zu viel Wasser in den Kaffee getan wurde und so. Ne? Also da waren die ganz hinterher damals schon. Also das muss ich sagen. Winter 1976. Wie aus heiterem Himmel ein gewaltiger Einschnitt, eine neue Kaffeekrise. Die Missernte in Brasilien ließ weltweit die Preise explodieren. Ein bitterer Nachgeschmack für die DDR. Die Bohne, ein Fall für den Generalsekretär. Eine Kaffeegrundsatzrede auf höchster Ebene war fällig. Ich möchte nur noch einmal erwähnen, dass uns allein der Import von Rohkaffee im Jahr rund 300 Millionen Dollar kostet. Die Berechnungen gehen davon aus, angesichts der von uns nicht zu beeinflussen Weltmarktpreis für Rohkaffee, die beste Lösung für den Verbraucher zu finden. Und die billigste. 1977 stand die Zahlungsfähigkeit der DDR auf dem Spiel. In der SED-Machtzentrale wurde die Kaffeeversorgung zur Chefsache. Die hohen Genossen suchten verzweifelt nach Lösungen. Und es kam die Idee auf, den Kaffee zu strecken mit Mischkaffee, indem man mixt 51% Bohnenkaffee und 49% Surrogate
Zumischungen. Juli 1977, ein Politbüro beschloss. Das Ziel? Einsparung von Rohkaffee und Devisen. Der Weg? Ein Mix aus Kaffeebohnen, Gerste, Zuckerrübe und Milch. Die Preise gleich, aber im Delikat, da gab es nur den besseren Kaffee. Und den konnten wir uns aber nicht leisten. Da kam 250 Gramm, 25 Mark. Also im Delikatladen konnte ich mir den Kaffee nicht leisten. So hohe Gehälter bekam man ja damals nicht. Im Delikat durfte sich auch der DDR-Bürger ohne Westverwandte mal ein Päckchen Jakobs oder Tschibo angucken. Kaufen konnte er die echte Krönung meist nicht, denn die Preise waren weltweit einmalig und selbst für diesen krönenden Geschmack viel zu gepfeffert. Das waren dann schon wieder die Spitzenklassen im Delikat und auch im Intershop. Aber wobei, man muss natürlich sagen, im Delikat wurden ja auch die Gelder abgeschöpft. Längst war es ein offenes Postgeheimnis. Mit jedem Westpaket kam auch ein Pfund Kaffee in den Osten. Es war ein richtiger Fest, wenn man so ein Paket kam, dann haben das aufgemacht. Ach, guck mal, Viertel Kakao, ohne Viertel Kaffee war drin. Und so waren wir also auch bei Jakobskaffee immer darauf bedacht, dass wir möglichst vielen Menschen auch sagten, diese Anregung auch mit dem Plakat, die Promotion, wie man dazu damals schon sagte, für das Bäckchen nach drüben, da gehört der Beste rein, das ist die Krönung. Auf jeden Fall hat das uns geholfen. Es war nicht nur gut für die Familien, die es bekommen haben, es war auch für uns gut, weil wir diese Versorgung verbessern konnten. Ohne unser eigenes Beitun, ohne unsere Devisen. Ja. Jährlich beförderte die Post Anfang der 80er Jahre 10 Kilotonnen Westkaffee direkt in die DDR-Haushalte. Ein Fünftel des gesamten Kaffeeverbrauchs im Osten. Diesen Privatimport hat der sozialistische Staat nun in seinen Bilanzen einkalkuliert. Dann kam immer ein Paket von drüben, eine Jakobskrönung oder Dallmayr Prodomo. Und das war immer was ganz Besonderes. Vor allem für meine Eltern. Ich liebte mehr so ein bisschen Kosmetik, aber für die Eltern war das so ein schönes Kaffee trinken. Heute ist ein Paket angekommen und wieder Jakobs Kaffee oder so. Es duftete gut. Und da haben wir uns natürlich immer gefreut. Da gab es natürlich ein Päckchen Westkaffee, das waren 500 Gramm. Und das hat ja bald 6 Wochen dann gereicht. Und ich hatte aber das große Glück, ich hatte noch in Baden-Württemberg eine sehr gute Freundin noch von zu Hause. Und von der bekam ich auch immer regelmäßig Kaffee. Aber wir waren schon gut dran und wir wurden auch sehr beneidet. In erster Linie wurde gewünscht, Jakobs Krönung, das war schon mal klar. Nur, darauf konnte ich keine allzu große Rücksicht nehmen. Wenn ein anderer Kaffee billiger war, dann musste meine Frau den im Angebot kaufen. Also das war das ja nicht möglich, das war ja nicht tragbar. Und für die Ossis war er immer noch gut genug. Westkaffee, das war doch was ganz anderes. Nicht nur der Duft, auch die Verpackung, die ganze Erscheinung. Und dass der Westkaffee natürlich besser war, das Aroma war besser. Und die ganze Verpackung, die Aufmachung ist ja auch sowas. Das war ja bei uns ganz einfach verpackt. Der Costa in einer einfachen Verpackung, der Wiener Melange, der Rondo, Mona auch. Kaffee. Im Nachkriegsdeutschland wurde darüber kaum gesprochen. Bohnenkaffee war zunächst ein Tauschobjekt und Zahlungsmittel auf dem Schwarzmarkt. Weil meine Mutter sehr früh starb, bin ich bei meiner Großmutter aufgewachsen und die war natürlich, die hat ja sogar immer alle möglichen Lebensmittel gegen Kaffee vertauscht. Das waren ja die Tauschgeschäfte so zugange nach dem Krieg, ne? Rot oder dann waren ja auch Marken, sie gab dann also Marken irgendjemand ab und kriegte dafür Kaffee, weil sie hat trank sehr gerne Kaffee. Und nach dem Krieg, da hätte man gerne Kaffee getrunken, aber da gab es dann wieder keinen. Aber es gab Möglichkeiten, dass man irgendwie, irgendwo, irgendwann mal an ein Tässchen rankam. Selbst grüner Rohkaffee ging von Hand zu Hand. Er wurde zu Hause geröstet und in der Frontstadt Berlin gegen Bares verkauft. Ein Abenteuer nicht ohne Risiko. Meine Schwiegermutter, wie das nach dem Krieg war, die ist immer nach Berlin gefahren. Und dann hatte die in der Jacke solche kleine Röhrchen. Und die hat dann immer heimlich Kaffee geröstet und das immer 50 Gramm beutelchenweise verkauft. Da hat sich meine Schwiegermutter über Wasser gehalten mit den 2 Kindern. Immer auf dem Bahnhof in Berlin. Da ist so ein Röhrchen geplatzt, da sind die ganzen Kaffeebohnen so rum und da hatte sie ein bisschen Angst, aber sie hatte immer Glück. Es gab also Möglichkeiten, dass ihn auf dem schwarzen Markt grün Bohnenkaffee anbot oder was. Ja, der wurde auch genommen. Und der wurde dann eben zu Hause in der Pfanne, so im Tiegel, wurde der so geröstet, der schmeckte zwar nicht so. Die Zubereitung, das war eigentlich schon eine kleine Zeremonie. Ich sehe meinen Vater noch in der Küche sitzen, eine hölzerne Kaffeemühle zwischen die Knie geklemmt. Die Bohnen wurden gemahlen und dann eine weiße Porzellankanne. Da wurde ein Filter aus Aluminium aufgesetzt, das Kaffeepulver in das Filtertütchen geschüttet. Nach dem Filtern des Kaffees kam die Stürze drauf und ganz zum Schluss
ein Tropfenfänger, ein kleines Schaumgummiröllchen unter die Schnauze und dort war eine schöne grüne Libelle aus Kunststoff drauf. Bohnenkaffee war damals die absolute Ausnahme. Und auch den Malzkaffee aus Getreide und Zichorie gab es im Nachkriegsdeutschland nur auf Zuteilung. Pro Monat 125 Gramm Kaffeeersatz. Doch das täglich Brot war damals wichtiger. Ich habe ja den 47 Bäcker gelernt, da gab es Kaffee. Ne? Und der war also praktisch, sehr, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, das war Muckefuck. Ne? Muckefuck, sagten sie mal. Naja, da haben die Malzkaffee getrunken. Blümchenkaffee, wie der sagt, so schön sagt. Da war ja erst, da gab es ja noch keinen Kaffee. Und dann gab es irgendwie so wie auf Zuteilung, so ein paar Kaffeebohnen gab es dann. Nach dem Krieg gab es zu 100% nur Ersatzkaffees. Darunter den bekanntesten, den Malzkaffee. Aber es wurde auch Kaffee aus ganz anderen Materialien gemacht. Also aus Zichorie oder aus Mais oder ich weiß nicht woraus. Und Bohnenkaffee spielt, denke ich, erst ab Mitte der 50er Jahre wieder eine größere Rolle in den deutschen Familien. Der Bohnenkaffee. Das weiß ich noch. Ich denke, wenn man einem Volk, das aus Kaffeetrinkern besteht, vorwiegend, sind ja nicht alle, die Kaffee trinken, aber die meisten, also man soll ihnen wirklich nicht die gute Laune verderben, wenn man eine Regierung ist, der das wichtig ist. Und deswegen muss man schon darauf achten, dass der Kaffee dann immer da ist. Als Historikerin ordne ich das ganz einfach ein. Und zwar, das erste und das letzte Mal hat in der DDR Marktwirtschaft wirklich funktioniert. Es wurde ein Produkt auf den Markt gebracht, was niemand gekauft hat. Es gab eine irrsinnige Menge von Beschwerden von Privatpersonen, natürlich auch aus den Röstbetrieben. Und dieser Kaffee wurde nicht gekauft, weil es eine Zeit war, wo man einfach nicht mehr einen Kaffee trinken wollte, wie er vor 20 Jahre früher, nach dem Krieg wäre das ganz normal gewesen. Aber 1977 wollte man keinen Mix-Kaffee, so hieß er ja auch dem noch, Kaffeemix, haben und hat einfach den Kauf verweigert. Echter Kaffee musste wieder in die Kaufhallen, koste es, was es wolle. Der Bürger sollte bei Laune gehalten werden, egal was Staatshaushalt und leere Kaffeekasse zuließen. Erich und Co. versprachen das Kaffeeschiff am Horizont, der Volkshumor aber war eher da. Ein Schiff wird kommen, das war das Bohnenkaffee-Lied. Wir haben immer auf das Schiff gewartet, was wieder den Kaffee wieder bringen sollte. Weil nämlich das Neue Deutschland hat geschrieben, als der Kaffee knapp war, es würde also jetzt bald wieder die Situation des Kaffees besser sein, weil das Schiff unterwegs ist mit dem Kaffee. Ende der 70er startete die Partei und Staatsführung zu interkontinentalen Kaffeefahrten. Im Reisegepäck keine Devisen, sondern Maschinen und andere nützliche Dinge im Tausch gegen Kaffeebohnen. Die jungen Bruderländer waren begeistert. Angola und Äthiopien schienen anzubeißen. Ware gegen Ware. Was für ein moderner Handel. Aber er sollte sich auszahlen. Das waren immerhin 5.000 bis 8.000 Tonnen, die man dort auf diese Weise bekommen konnte, ohne dass man Valuta aufwenden musste. Ein genialer Schlachtplan. Erich Honecker schickte seinen Devisenbeschaffer Alexander Schalk an die unsichtbare Front. Und der hatte Erfolg, schrieben die Genossen an Erich. In Äthiopien leistet Genosse Schalk straffe Führungstätigkeit. Er tauscht den Rohkaffee sogar gegen Stahlhelme und Munition. Und alles im Verborgenen. Nicht zum Weitersagen. Stahlhelme und Munition für Rohkaffee. Die Hausfrauen Ost konnten wieder auftafeln. Und das sollte so bleiben. Deshalb suchte man zuverlässige Produzenten. Das sozialistische Vietnam schien dafür sehr geeignet. Und dann bin ich selbst im Jahre 1980 nach Vietnam gefahren und habe versucht, ein Kaffeeabkommen abzuschließen mit Vietnam, was einmal dazu führen sollte, dass man im Jahr 1990, so lange brauchte man, bis der Kaffee gewachsen ist und geerntet werden kann, mit erstmalig 1000 Tonnen Kaffee in Kraft getreten ist. Ein kühner Plan, denn Vietnam war alles andere als ein Volk von Kaffeetrinkern. Hier in den Bergregionen wurde vor allem Tee angebaut und nur in geringem Umfang Kaffee für den Export. Die DDR brachte Fachkräfte und technische Ausrüstungen ins ferne Bruderland und half, riesige Kaffeeplantagen aufzubauen. Keine Kännchen mehr. Wenn ich in die Gaststätte gegangen bin, wollte ein Kännchen Kaffee haben, habe ich noch eine Tasse gekriegt. Dann bestelle ich ihm noch eine Tasse, ja, das ging. Aber ein Kännchen gab es nicht mehr. Da haben wir noch so geschimpft, ne, da rennen wir uns heute tot, weil wegen dem Kännchen, da musst du dann zwei, dreimal an den Tisch rennen. Na, so, das weiß ich noch. Ich denke, wenn man einem Volk, das aus Kaffeetrinkern besteht, vorwiegend, sind ja nicht alle, die Kaffee trinken, aber die meisten, also man soll ihnen wirklich nicht die gute Laune verderben, wenn man eine Regierung ist, der das wichtig ist. Und deswegen muss man schon darauf achten, dass der Kaffee dann immer da ist. Als Historikerin ordne ich das ganz einfach ein. Und zwar, das erste und das letzte Mal hat in der DDR Marktwirtschaft wirklich funktioniert. Es wurde ein Produkt auf den Markt gebracht, was niemand gekauft hat.
Es gab eine irrsinnige Menge von Beschwerden von Privatpersonen, natürlich auch aus den Röstbetrieben. Und dieser Kaffee wurde nicht gekauft, weil es eine Zeit war, wo man einfach nicht mehr einen Kaffee trinken wollte, wie er vor 20 Jahre früher, nach dem Krieg wäre das ganz normal gewesen. Aber 1977 wollte man keinen Mix-Kaffee, so hieß er ja auch dem noch, Kaffeemix, haben und hat einfach den Kauf verweigert. Echter Kaffee musste wieder in die Kaufhallen, koste es, was es wolle. Der Bürger sollte bei Laune gehalten werden, egal was Staatshaushalt und leere Kaffeekasse zuließen. Erich und Co. versprachen das Kaffeeschiff am Horizont. Der Volkshumor aber war eher da. Ein Schiff wird kommen. Das war das Bohnenkaffee-Lied. Wir haben immer auf das Schiff gewartet, was wieder den Kaffee wieder bringen sollte. Weil nämlich das neue Deutschland hat geschrieben, als der Kaffee knapp war, es würde also jetzt bald wieder die Situation des Kaffees besser sein, weil das Schiff unterwegs ist mit dem Kaffee. Ende der 70er startete die Partei und Staatsführung zu interkontinentalen Kaffeefahrten. Im Reisegepäck keine Devisen, sondern Maschinen und andere nützliche Dinge im Tausch gegen Kaffeebohnen. Die jungen Bruderländer waren begeistert. Angola und Äthiopien schienen anzubeißen. Ware gegen Ware. Was für ein moderner Handel. Aber er sollte sich auszahlen. Das waren immerhin 5.000 bis 8.000 Tonnen, die man dort auf diese Weise bekommen konnte, ohne dass man Valuta aufwenden musste. Ein genialer Schlachtplan. Erich Honecker schickte seinen Devisenbeschaffer Alexander Schalk an die unsichtbare Front. Und der hatte Erfolg, schrieben die Genossen an Erich. In Äthiopien leistet Genosse Schalk straffe Führungstätigkeit. Er tauscht den Rohkaffee sogar gegen Stahlhelme und Munition. Und alles im Verborgenen. Nicht zum Weitersagen. Stahlhelme und Munition für Rohkaffee. Die Hausfrauen Ost konnten wieder auftafeln. Und das sollte so bleiben. Deshalb suchte man zuverlässige Produzenten. Das sozialistische Vietnam schien dafür sehr geeignet. Und dann bin ich selbst im Jahre 1980 nach Vietnam gefahren und habe versucht, ein Kaffeeabkommen abzuschließen mit Vietnam, was einmal dazu führen sollte, dass man im Jahr 1990, so lange brauchte man, bis der Kaffee gewachsen ist und geerntet werden kann, mit erstmalig 1000 Tonnen Kaffee in Kraft getreten ist. Ein kühner Plan, denn Vietnam war alles andere als ein Volk von Kaffee. Immer regelmäßig Kaffee, aber wir waren schon gut dran und wir wurden auch sehr beneidet. In erster Linie wurde gewünscht, Jakobs Krönung, das war schon mal klar. Nur, darauf konnte ich keine allzu große Rücksicht nehmen. Wenn ein anderer Kaffee billiger war, dann musste meine Frau den im Angebot kaufen. Also das war das ja nicht möglich, das war ja nicht tragbar. Und für die Ossis war er immer noch gut genug. Westkaffee, das war doch was ganz anderes. Nicht nur der Duft, auch die Verpackung, die ganze Erscheinung. Dass der Westkaffee natürlich besser war, das Aroma war besser und die ganze Verpackung, die Aufmachung ist ja auch sowas, das war ja bei uns ganz einfach verpackt. Der Costa in einer einfachen Verpackung, der Wiener Melange, der Rondo, Mona auch 10 Mark, ein Viertel und war ganz einfach verpackt. Und die Verpackung macht ja viel. Aber einen hatten wir noch. Die Marke Mokka Fix sollte auch optisch ein Kracher werden, so für die 80er Jahre. Die Bohnenkaffeemischung kam in die Tüte und vor dem Verschließen verdrängte ein Gas den Sauerstoff und fertig war der pausbackige Schlauchbeutel. Da konnten die Kaffeeexperten am Aroma feilen, wie sie wollten. Beim Öffnen der rassigen Verpackung roch es für einen kurzen Moment unanständig. Wenn Sie das aufmachen, das Paket, also so den sogenannten Schlauchbeutel, wie wir es bei Mokka Fix hatten, na, dann kam nicht sofort dieser Duft in voller, dann, es war ja noch Gas drin und das strömte aus und das Aroma war genauso da. Bloß Sie haben es nicht so schnell wie so eine Wolke in die Nase bekommen. Wenn wir Kaffee aus dem Westpaket bekommen haben, dann war der Vakuum verpackt. Der Kaffee, der in der DDR produziert worden ist, war Schutzgas verpackt. In beiden Fällen ist der Sauerstoff rausgehalten worden. Und der Sauerstoff ist das, der das Aroma kaputt macht. Zugegeben, das mit dem Aroma war eine Wissenschaft für sich. Doch der Bürger Ost hatte die Nase schon lange voll. Ende der 80er Jahre war er prinzipiell misstrauisch geworden. Ungefiltert nahm er die Verlautbarungen der Kaffeeverantwortlichen nicht mehr auf. Was sie auch sagten, das Volk zweifelte. Im Mokka Fix, wer weiß, was da so alles drin war. Da war Kaffee drin. Und zwar 100% Kaffee. Auch wenn das nach diesem Vorgang Ende der 70er Jahre sehr viele DDR-Bürger einfach nie mehr wahrhaben wollten. Was aber kaum einer zu hoffen gewagt hätte, im Mokka Fix war manchmal auch echter Westkaffee. Wenn die Röstereien nicht mehr nachkamen, kauften die Außenhändler Mitte der 80er Jahre fertige Kaffeebohnenmischungen in Hamburg. Ein Service, der uns teuer zu stehen kam. Dann wurden sie gemahlen und dann wurden sie abgepackt zu Mokka Fix. Sodass ein nicht unbeträchtlicher Anteil des Mokka Fix, der in der DDR verkauft wurde, durchaus
Kaffee vom damaligen Klassenfeind war. Der Klassenkampf um jede Bohne ging weiter. In der Universität Magdeburg trat ein kühner Professor auf den Plan. Es galt mal wieder, aus der Not eine Tugend zu machen. Die Rösttrommeln bei Röstfein waren leider komplett hinüber.